Ein großes Ziel, das ich erreichen möchte, ist, möglichst komplexe Quantensysteme in den Materialien, in den Festkörpern, mit denen wir arbeiten, erzeugen zu können. So komplex, dass man damit zum Beispiel hochkomplexe numerische Aufgaben bewältigen kann. Mein Name ist Jörg Brachtrup. Ich bin Experimentalphysiker, leite das dritte physikalische Institut. Ich bin seit 14 Jahren an der Universität Stuttgart. Ich arbeite auf dem Gebiet der Quantenphysik. Wir wenden moderne quantenphysikalische Prinzipien für die Informationsverarbeitung an, für die Informationsübertragung, aber auch für die Sensorik. Und wir nutzen die physikalischen Eigenschaften vom Diamant für unsere Forschung. Diamant ist ja bekanntlich sehr hart. Und das ist am Ende auch die Eigenschaft, die ihn für uns besonders wichtig macht. Der Diamant selber schirmt die Defekte, mit denen wir arbeiten, die Spins, Elektronen und Kernspins, so gut ab, dass wir sehr gut Quantenzustände bei Raumtemperatur präparieren können. Wir haben das praktisch entdeckt vor 10 Jahren, dass das eben ein besonders gutes System ist und arbeiten seitdem kontinuierlich auf dem Gebiet und das zeichnet uns aus. Wir sind eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe, das heißt, je nachdem, für was sich dann die Studenten interessieren, werden sie eben auch in Kontakt mit Biologen, Chemikern, manchmal sogar mit Medizinern kommen, teilweise auch mit Industrievertretern. Bemerkenswert ist da, dass wir mehrere Firmenausgründungen haben, auch von Studenten nach ihrer Masterstudienarbeit. Etwas, das ich immer sehr fördere. Und ich glaube, dass wir Arbeitgeber ausbilden sollten, keine Arbeitnehmer. Jeder Student kommt ja zu uns, weil er sich eben für ein spezifisches Thema interessiert. Und wir bieten dann alle Unterstützung an, eben da vorwärts zu kommen und auch kreativ zu werden. Ich würde sagen, cum grano salis, Wissenschaft und Leidenschaft ist unvorstellbar. Und das gilt besonders für die Physik.